Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Bildschirmfoto machen könnt mit dem iPhone 16 Plus. Dafür brauchen wir die Tasten, und zwar die Ein- und Aus-Taste oder die Seitentaste, je nachdem wie man sie nennt, ne? Und die Lauter-Taste. Wenn wir diese beiden Tasten jetzt ganz kurz zusammenklicken, haben wir unser Bildschirmfoto. Dann haben wir hier noch eine Vorschau, und wenn wir auf die jetzt nochmal raufklicken, haben wir auch noch mehr Optionen, und zwar wir können die jetzt editieren. Unser Bildschirmfoto, und zwar hier zum Beispiel über die Ecken, können wir ein Teil ausschneiden, ne? Was sich super praktisch macht, wenn ihr zum Beispiel ein Foto von einer Webseite haben wollt. Ne? Müsst ihr nicht den ganzen Kram abspeichern, sondern habt nur das Foto entsprechend. Also super praktisch. Dann haben wir noch Stifte. Ne? Wer die jetzt nicht hat, der kann hier oben auf diesen Stift-Button klicken und dann erscheinen die entsprechend hier. Sucht euch noch die Stiftstärke aus, ne? Und dann könnt ihr sozusagen hier was reinmalen oder was highlighten und so weiter und so fort. Mit diesem Symbol hier, mit dem Pfeil, könnt ihr das Ganze auch gleich teilen, mit WhatsApp, Telegram und so weiter. Und mit fertig schicken wir es einfach in die Galerie, ne? Zum Beispiel in die Fotos oder halt in die Dateien, ne? Je nachdem. Ich bin ja der Freund der Fotos, machen wir mal. So, und in meinem Fall findet man natürlich jetzt nur in den Fotos. Da ist es, ne? Wem das jetzt aber zu unübersichtlich ist, weil ja die ganzen anderen Kamerabilder hier auch drin sind, der kann jetzt zum Beispiel nochmal weiter runter scrollen, und jetzt gibt es hier den Punkt angepinnte Sammlung, und da kann man eben auch einen Ordner haben, nur hier für seine Bildschirmfotos, was super praktisch ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und die Frage beantworten, und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen und auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank, das ist eine riesen Unterstützung für meine Videos, und ja, ansonsten habe ich noch ein paar andere Videos gemacht mit ein paar mehr Tipps und Tricks und so weiter und so fort. Oder ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.